ihr greift Chaos an. Königsmörder oder Königstöter heißt diese spezielle Questschlacht und auf die habe ich mich gefreut und dachte, ich kann die angehen. Ich habe mal schnell gespeichert. Ich mache es einfach mal, weil ich sehen möchte. Kann ich irgendwelche Einstellungen hier machen? Gebiet auskundschaften. Aha. Ja, dann ist ja alles klar. Der Gegner ist auch noch auf erhöhtem Gebiet. Auch das noch. Weißt du was? Wir machen es trotzdem. Einfach, um das mal zu sehen. Und noch Verbündete. Der hat eine Armee und drei verbündete Armeen noch dazu. Wenn ich verbündete Armeen in der Nähe habe, hauen die sich gegenseitig auf die Mütze. Vielleicht hätte ich eine Armee noch mit dazu holen sollen. Another who wishes me to bow before him, like he is some pitiless king. Does he think his pathetic sorceries will work on me or my followers? Come, my swords of chaos. Let us show this weakling conjurer who would be royalty what I do for monarchs. He will see why I am the lord of the end times, why I am the ever chosen. And why I will wield the Slayer of Kings! Und ich kann auch keine Aufstellung machen, sondern der Kampf geht einfach so los. Und kann das Gefecht starten. Die Chancen am Anfang sehen gar nicht so schlecht aus. Aber er hat ja drei verbündete Armeen, die irgendwann kommen. Na dann. Besiegt ihn, ehe sie zu stark werden. Dieser Hexer beschwört Streitkräfte des Chaos nach seinem Willen. Er hat zwei hier, diese Artillerie. Die will ich eigentlich auch ganz gerne. Artillerie ist schon ziemlich gut. Da ist er, der Azazel. Gottestöter. Dann werde ich meine Einheiten sinnvoll gruppieren, hoffentlich. Das ist Gruppe 4. Meine beiden Helden mal auf Gruppe 1. Dann die linke Hälfte von denen. Gruppe 2. 3. Und die Nahkämpfer Gruppe 4. Na, dann wird es jetzt mal spannend. Gehe ich das am besten an. Ich meine schon, das sieht schon episch aus hier, ja. Gerade noch in dem Abendrot, in dem ich jetzt kämpfe hier. Okay, was haben wir denn hier für Gegnereinheiten? Chaos Streitwagen, Chaos Ritter hat er auch. Chaos Brut zweimal. Chaos Krieger. Chaos Ritter, Chaos Streitwagen. Verdammte Axt, das wird doch alles nicht gut. Dann rückt mal vor. So, vor allem muss ich jetzt meine Zaubersprüche immer ordentlich nutzen. Wie gesagt, ich ärgere mich immer noch, dass die Hälfte meiner Zaubersprüche leider weg sind. Toll. Arkane Kanalisierung erhöht Energiereserven. Das kann er einmal machen. Spruchrolle des Schutzes. Jetzt hat noch einen Cooldown. Sich selber verstärken. Gucken wir ganz kurz. Das hat 300 Meter Reichweite. Feuer 150 Meter. 200 Meter. Das heißt, wir fangen mal mit dem Feuerball an. Und ziehen das mal am besten hier auf die Chaoskriege. Er hat auch einen Feuerball. Rücken alle noch vor. Und die schießen da schon. Ups, da muss ich mal angucken, wo das landet. Und den Hexer muss ich relativ schnell töten. Ansonsten der Rest. Die kann ich mal alle markieren. Bisschen mühsam. Sind eigentlich schon alle da, wo sie hin sollen. Na gut, dann rücken wir es mal noch weiter vor. Machen wir es einfacher so.
Oh, schön hinter uns eingeschlagen. Eins vor uns, das sah ganz gut aus. So, wie viele Reserven hat er noch? 7. Vielleicht dann doch lieber mal die Feuersäule, wenn ich nah genug dran bin. Wie hat er denn noch? Auch 7, auch nicht so viel. Er kann sich mal selber verstärken. Autsch. Das sind die Chaos-Barbaren-Reiter. Die können im Geplänkel-Modus ruhig mal die Chaosbrut angreifen hier. Bevor die zu sehr auf meine Nahkämpfer gehen. Das sollte eigentlich die 5 sein. Ganz kurz das Ende nochmal. So. Genau, das sind die 4. Das passt alles. Jetzt gucken wir nochmal ganz kurz mit ihm. Müssen wir ganz kurz schauen, dass wir hier so reincasten. Au, er macht schon so einen Feuerregen. Die Sau. So, rückt ruhig mal weiter vor. Und jetzt muss ich mal gleich gucken. Okay, ich bin so in der Unterzahl, dass ich das echt gut spielen muss. So, da kommen die Chaos-Streitwagen, die will ich ein bisschen kiten. Dann habe ich hier zwei Chaos-Ritter, die gehen mal auf die Chaos-Streitwagen. Ich ziehe die mal ein bisschen über die Flanken. Die Nahkämpfer kommen dann eh mit. Ruhig ein bisschen nach vorne. Er hält sich eher ein bisschen zurück. Er ist ja eher der Fernkämpfer. So, ein bisschen Gas geben. So, die sollen sich eigentlich zurückziehen. Das mit dem Geplänkelmodus funktioniert auch nicht so richtig, ne? Achso, ist auch überhaupt nicht angewiesen. Eigentlich soll der Geplänkelmodus für die 4 immer an sein. Hätte ich gedacht, dass es eigentlich auch ist. So. Deswegen zieht ihr euch jetzt mal schön ein bisschen zurück, weil auf die Nase bekommen ist gar nicht euers. Sollte eigentlich immer ein Geplänkelmodus sein. So, und wo ist der blöde Hexe? Den schicke ich dann einfach da gleich mal mit rein. Okay, und jetzt kommen wir langsam auch hier mal ein vernünftiges. Das sind die Chaosreiter, die greifen gleich mal die Chaosritter gegen Chaosritter an. Die Chaosritter hier ziehen damit rein und die kommen hier mit nach vorne. Und die ziehen ebenfalls hier mit nach vorne in den Nahkampf. Guck mal, der Anfang läuft jetzt ganz gut. Ich habe ein bisschen, arbeite noch ein bisschen Vorteil raus. So, die kommen ja mal nach vorne. Und die, wie gesagt, die müssen sich ein bisschen zurückziehen. Sollen nicht so weit vorne stehen. Das sind die beiden. Ziehen sich auch noch ein kleines bisschen zurück. Die sind da. Und die ziehen sich nach rechts zurück. Sonst komme ich auch mit meinen eigenen Einheiten durcheinander. Welche wo stehen? Okay, die greifen jetzt mal mit hier die Chaosbrut an. Und die kommen hier mit nach vorne. Muss ja an die, manche Symbole sehen so ähnlich aus. Da kommt noch mehr Chaosbrut angeeiert. So, die ziehen hier dahin. Und die kommen ja ganz nach außen am besten. Oh, ich könnte... Das ist ein bisschen... Ich komme ein bisschen so. Machen wir es anders.
Die beiden sind hier. Die sind links. Die sind da. Dann ist das nämlich die 4. Ich komme gerade ein bisschen mit meinen. Sind das halt die 5. Die werden immer damit dazu addiert, was ich gar nicht möchte. Dann sind das die 6. Das habe ich jetzt vorhin so rum. Genau, ist das die 4. Ist hier links. Ich muss die mal ein bisschen aus dem Kampf rausziehen. Genauso wie die 5. Und schießen die den eigenen Leuten auch noch die ganze Zeit an. So, und jetzt habe ich den ein bisschen erst in die Chaosbrut geschickt, aber eigentlich ist die Idee, dass er den angreift, dass er hier erstmal einen Feuerball auf den Hexer castet, obwohl das oft eher ganz gut gegen die eine Gruppe ist. Und das macht der Dekaso Mordken auch mal. Wie viel hat er? 8. Feuersäule kostet mich 13, durchschlagende Feuersäule kostet mich 10, Brennerschädel kostet mich auch 10. Warten wir noch mal kurz ein bisschen, bis jetzt mehr aufgeladen hat. So. Ihre Einheiten kriegen hier ganz gut auf die Nase. Meine Chaosritter greifen die Chaoskrieger ganz gut an. Das läuft. Muss schon ganz kurz. Hier sind die Chaoskrieger mit denen. Mache ich das lieber so, falle ich denen hier in den Rücken. Die greife ich so an. Kriege ich die schon mal ganz gut los. Und die kommen hier sonne hier nach außen. Das ist immer noch der Plan. Das machen die mal ganz gut. Hier greifen die Auserkorenen mit den Zweihandwaffen an. Die Chaos-Barbarenreiter greifen hier auch mal mit an. Wenn die noch dahin eiern und die dahin, obwohl die können ja von der Seite hin angreifen. Das passt schon. Die greifen die Streitwagen mit an. Die habe ich da bald weg. Und die greifen die Chaosritter hier an. Das können die eigentlich auch mitmachen. Sowas passt schon so. Ich muss das echt effizient spielen, weil den Kampf kriege ich sonst nicht hin. Was für eine Einheit ist das hier eigentlich? Die stehen hier gerade ein bisschen unbeteiligt rum irgendwie. Die haben irgendwie gar nichts zu tun. Die ziehen ja mal hier mit in die Mitte. So, die 4 geht hier mal hin. Muss ich vor allem auf meine Helden aufpassen. So. Ich möchte eigentlich, dass der Held jetzt mal langsam mit auf den anderen geht. So, er castet hier aber noch ganz schön, was ja ganz toll ist und so. Kann sich erstmal wieder selber buffen. Dann kommt er mit nach vorne. Das ist hier noch. Gönn ich. Das ist die 4. Das ist die 5. 4 und die 5. Die sollen eigentlich hier mit hin. Und die schießen da gerade damit drauf. Das sind im Plänkelmodus. Das passt eigentlich soweit. So, und die können jetzt mal von hinten. Jetzt stehen sie eigentlich in einer ganz guten Position. Die Chaoskrieger beschießen, so. Auf die auch mit drauf. So. Eigentlich sollen die im Plänkel-Modus sein. Ich weiß nicht, warum die da so weit drauf gehen. Eigentlich nur schön aus der Ferne auf die drauf schießen. Was sie eigentlich soweit ganz gut machen. Hier habe ich auch noch die Chaosbrut, die ich aber ganz gut unter Kontrolle kriege. Es sind zwar 4 Einheiten gerade gebunden. Einmal Chaosbrut von mir. Mein Archon ist immer noch hier. Der Archon soll mal lang, soll eigentlich sich auf den Weg zum feindlichen Helden machen. Wo ist denn der gerade? Ich finde den gerade nicht. Wo ist denn der feindliche Hexer? Ich entdecke gerade sein Symbol nicht. Den geht schon gar nicht so gut. Den Chaos-Streitwagen, die sind schon zerstört. Da ist der Dekaso Mordken. Da hinten habe ich die Artillerie. Wo ist denn der feindliche Held? Da sind meine Reiter. Chaosbrut. Hier sind seine Chaoskrieger. Hier sind seine Dings. Ich sehe den feindlichen Helden nicht. Gucken, wie die sich überhaupt bewegen.
Jetzt mal kurz einen Feuerregen auf die beiden hier. Wenn ich mal loswerde. Sehr schön, danach kann ich die angreifen. Der rennt hier mal seitlich in die Chaoskrieger rein. Und die sind hier noch im Nahkampf verwickelt. Die schießen auf die, das passt. Die schießen von hinten auf die. Da müsst ihr eigentlich von dem Winkel die ganz gut treffen. Die können mal hier hin. Sonst treffe ich zu viel meine eigenen Leute. Hier ist auch alles im Nahkampf ganz gut unterwegs. Die schießen auf die drauf. Können wir gucken, wer davon Gegner sind. Sonst ziehe ich die lieber hier hinten hin. Machen wir so, dass die auf die Artillerie schießen. Und das macht ihr auch. Ach, da ist der Held. Jetzt habe ich ihn endlich. So. Und da geht der Archon hin. Der klopft sich mit den Azazel Gottestöter, genauso wie der Dekaus auch Mordkin. Das brauche ich jetzt einfach mal. Jetzt muss ich die nur von hinten angreifen. Die haben jetzt eigentlich einen ganz guten Winkel langsam. Also machen wir es lieber mit einem Wegpunkt. So. So, die habe ich jetzt hier eigentlich so gut wie aufgerieben. Die Chaosbrut. Es nähert sich feindliche Unterstützung, das habe ich schon bemerkt. So, jetzt muss ich mal ganz gucken, wie die aufgebaut sind. Die stehen hier. Das sind die Chaos-Barbarenreiter. Die greifen mal lieber die hier an, sonst wird das nichts. So, die kämpfen hier im Nahkampf mit denen, reiben die aber ganz gut auf. Ich würde die ganz gerne von hinten angreifen, aber das kann ich erst, wenn ich die hier ein bisschen unter Kontrolle habe. Gerade wie die weit stehen. Hier die Artillerie greife ich an. Und die machen jetzt den Bogen mal außen rum. Gar nicht mehr so viel zu tun hier. Kann ich jetzt hier von den Seiten nochmal angreifen. So. Hier ist noch die größte Ansammlung von Feinden gerade. Die Chaos-Barbarenreiter, die immer noch die Artillerie angreifen. Hier auch. Die fliehen jetzt hier. Die sollte ich mal nicht zu weit verfolgen. Kommt mal zurück. Nicht zu weit über das Schlachtfeld verteilen. So, die Chaos-Barbarenreiter. Meine Fernkämpfe. Die sind eher dann die, die Fliehenden verfolgen können. So, wo sind die aufgeteilt? Ist alles so im Nahkampf verstrickt gerade. Kommt mal hier außen rum. Und fallt den dann lieber mit den Rücken hier. So. Überall so Handgemenge. Hier ist aber jetzt auch von Gegnern nicht mehr viel zu sehen. Die können wir nach vorne vorrücken. Hier ist noch der Kampf, wo der Chaos-Streitwagen hier noch ein kleines bisschen gekitet. Hier habe ich noch eine ganze Gruppe Chaos-Ritter. Die können sich mal mit um die kümmern. Die schießen hinten auf die Artillerie. Das passt. Und auf die. Das machen die auch mit. Man müsste manchmal so schon besser erkennen können, finde ich, wer Gegner und wer verbündete Einheiten sind. Würde es ein bisschen einfacher machen. Und außerdem sollten die auch mal automatisch angreifen, wenn sie in der Nähe von Gegnern stehen. Das könnte auch manchmal ein bisschen mehr helfen. Autsch, da kommt Verstärkung und schießt jemand Feuerregen auf meine Einheiten. Marauder Horsemen! Yes!
So, wir können mal sowas verfolgen hier zum Beispiel. Den ruhig mal beschießen, während der wegläuft. So, hier wird noch ein bisschen geprügelt. Könnte ich mal die Verstärkung, die da zum Teil kommt, könnte ich mit denen hier nochmal im Rücken fallen. Ich muss ein bisschen den Überblick behalten. Das ist schwierig mit den ganzen Verstärkungen, die jetzt eintreffen. So, er kämpft jetzt hier gerade gegen diese ganzen noch. Dann gibt es hier erstmal schon einen Feuerball drauf. Er kämpft gegen die hier. Machen wir mal einen ordentlichen Feuerregen. Gerade hier ein bisschen da die Übersicht behalten. Auf dem Schlachtfeld. Schauen hier hinten. Ist einiges zu Gange. Gucken wir gerade mal. Okay, die werden hier ein bisschen eingekesselt von feindlichen Armeen. Das war nicht der Plan. Muss ich ein bisschen aufpassen. Müssen die jetzt mal zur Verstärkung kommen. Mal gucken, ob sie hier rechtzeitig ankommen. Das Problem ist dann, dass die irgendwann auch erschöpft sind. Ich gegen so viele gleichzeitig kämpfe. In die Kaio-Streitwagen. So. Kommt ein bisschen viel Verstärkung von vielen Seiten. Der Hexer ist nicht mehr, okay. Den haben wir besiegt. So, jetzt, wenn ich mal in irgendeiner Front beschäftigt bin, kommen dann sofort so viele Verstärkungseinheiten schon an anderer Front, dass ich echt Übersicht verliere. So. Hier hinten, das sind meine Chaos-Barbaren-Reiter, die verfolgen müssen die Flüchtenden, was ja soweit ganz okay ist. Aber sollten nicht zu weit. Ups. Darfst du weggehen? Das ist zu weit machen. Der Dekasor Mordkin, verprüge die hier. Und der Archeon. Hm, da hinten kommen ganz schön viele. Ich glaube, den brauche ich eher hier in der Richtung. Wir haben auch den Todbringer hier, oder was? Aber es ist auch nur noch die Einheit, die da doof rumsteht, oder? Ja, hier gibt es gerade ein bisschen Stress. Hier fliegen meine Einheiten nämlich eher. Weil sie hier in der Unterzahl waren. Und ganz schön auf die Nase bekommen haben. Das sieht nicht so gut aus an der Stelle. Muss ich gleich mal in die Übersicht wechseln. Verliert ganz schön die Übersicht. So, was haben wir denn hier unten? Ich darf ja nicht zu weit die flüchtenden Einheiten. Hier ist mein Dekasor Mordkin. Wanken, Schaden erlitten, gebrochen. Gebrochen, die sind alle ziemlich low. Soll nochmal schön hier einfach den Feuerball auf die casten und sich dann, glaube ich, mal zurückziehen. Müssen ein bisschen die flüchten auch. Hier habe ich zwei Einheiten Chaos-Barbaren-Reiter, die die noch verfolgen. Das kann ich mir im Moment nicht mehr erlauben. Ich brauche die entweder Chaos-Krieger. Dann sollen die auch die mal angehen und im Plänkel-Modus am besten die angreifen. Jetzt habe ich hier noch Einheiten. Greifen die Chaosritter mit an. Die Chaosbrut geht auf die Chaosstreier, wo Streitwagen ist eigentlich gar nicht so passend für die Chaosritter. Chaosritter, ich würde lieber gegen Infanterie als gegen Kavallerie kämpfen. Mit denen. Na egal, sind hier in der Nähe. Die Chaosbarbarenreiter kämpfen gegen die Chaosstreitwagen, genau wie die. Die sind hier alle noch auf dem Weg. Die kämpfen hier eh. Man müsste manchmal so Area
Angriffsbefehle geben können. Vielleicht kenne ich mich nicht genug noch aus, aber wie man es bei anderen Strategiespielen kennt, dass man Rechtsklick A in ein Gebiet macht und dass sie alles angreifen, was ihnen in den Weg kommt, sozusagen, was ihnen als erstes in den Weg kommt, das wäre manchmal ganz hilfreich. So, vor allem hier der Kampf ist kritisch. Ups, wollte ich gar nicht. So. Ach, hier kann ich das Spiel gar nicht weiterlaufen lassen, oder wie? Sehe ich die Einheiten nicht. So, die machen sich da auf den Weg. Ja, dieser Frontabschnitt ist ziemlich gefährlich. Ich glaube, die müssten da mal mithelfen, sonst wird das nichts. Und hier kommt schon wieder Verstärkung. So, jetzt muss man der Reihe nach. Ich gehe mal auf der Reihe nach mal durch und gucke, wo die jeweils stehen. Puh. So. Da haben wir nochmal Chaosbrut. Und hier die Streitwagen. Gehe ich lieber nochmal rein. Der Dekasor ist hier hinten. Haut hier nochmal einen Feuerball rein. Die kämpfen hier gegen die Chaosbrut. Sind alle ganz schön verzettelt im Nahkampf. Das ist alles nicht ideal. Und hier kriegen sie ja richtig auf die Nase. Puh, das tut ziemlich weh hier. Gegen die Chaoskrieger. Die auch. Vielleicht kann ich die besser hier hinschicken, dass ich die wenigstens von hinten angreife. Und nicht meine eigenen Leute noch mit beschieße. Geh nicht so nah ran, ihr seid im Plänkelmodus, oder ist eure Munition alle? Autsch, werden hier voll überrannt. Das sieht nicht gut aus. Ups, ich muss ein bisschen aufpassen. Der Dekasor kriegt hier gerade voll auf die Nase. Sehe ich gerade mal. Jetzt flieht der, okay. Jetzt haben die sich nämlich erholt. Chaosbrut haben wir hier ganz gut am Sack. Bald. Schadensresistenz, so. Die können vielleicht noch die Chaosritter angreifen, die da hinten rumeiern. Gehen eh da durch. Also diesen Frontabschnitt habe ich völlig verloren hier. Hier die Chaosbrut nicht ganz durch. Hier hinten kommt noch ein ganzes Regiment Chaoskrieger mit zwei Handwaffen. Ich glaube, ihnen geht die Munition langsam aus. Die vielleicht angreifen, bevor die zu stark werden. Man muss gleich mal gucken, jetzt, wenn die hier angeritten kommen. So. Was wir die ja gleich mal ordentlich in die Kämpfe verwickeln. Die Moral gleich mal ein bisschen brechen. Das sieht erstmal ganz gut aus. Wenn man sich auf einen Frontabschnitt konzentriert, hier kriege ich halt voll auf die Nase. Hier werden meine Einheiten komplett aufgerieben. Man sieht auch schon, das ist alles ein bisschen weniger geworden. Der Dekasor ist gefallen. So, jetzt muss ich mal
Hier haben wir noch eine ganze Einheit Chaos-Ritter, die auch noch gut beieinander sind. Okay, die habe ich immerhin gleich mal zum Rückzug gezwungen, die eine Einheit. Die rennen hier schon weg. Warum sehe ich eigentlich deren Banner zwischendurch nicht mehr? Sieg. Oh mein Gott. Habe ich die meisten in die Flucht geschlagen, aber... Ein Pyrrhus-Sieg, allerdings. Pff. Mit den Reitern immer wieder anstürmen, ja. Boah. Ich habe die Aufgabe abgeschlossen, den Krieg wollte ich gerne machen. Kriege immerhin ordentlich Beute. Erfahrungspunkte erhalten. Oh Mann. Gefangene opfern für viel Geld. Gefangene töten für Führerschaft. Gefangene versklaven. Einheit bestärken. Ich brauche Geld. Dann habe ich die Questaufgabe geschafft. Der Königsmörder kriegt Bonuserfahrung für Archon und kriegt die Waffe, was mal ganz cool ist. Nahkampfangriff plus 6, Beute nach der Schlacht 10%, Rekrutierungskosten minus 10%, Chaoskorruption plus 5. Das klingt doch gar nicht so schlecht, das gucken wir uns gleich mal an. Der Königsmörder. Ich habe meinen Dekasor verloren, was natürlich nicht so witzig ist. Man, er ist nur verwundet. Dann erholt er sich, aber er hat nur im Kampf nicht mehr verfügbar, weil er geflohen war. Und die brauchen jetzt eine Weile, um sich zu erholen. Was ich ganz gut machen kann, ist, auch um Geld zu sparen, ich kann Einheiten zusammenlegen. Ich muss ganz kurz gucken, im Vergleich, wenn ich Chaos, Ritter, gut, wenn ich zusammenlege, eine Einheit zu rekrutieren kostet so viel wie 10 Runden, Unterhalt. Trotzdem lege ich Einheiten zusammen, das spart mir auch Geld und ich komme sonst nicht zur Rande, so. Muss ich mal... So, welche liegen wir zusammen? 9 und 6. Selbst mit 15 bräuchten sie 9 Runden. Ich muss die mindestens auf 26 immer bringen. So, auf Mitte 20 wäre schon mal was. 10 und 5. 16 und 10. Dann haben die auch mal mehr Erfahrung schon mal. Die lege ich auch mal zusammen. Und dann habe ich schon mal viel weniger Kosten. Puh. Das war ein harter Kampf. In der Vorschau sah es ja auch richtig mies aus vom Kräfteverhältnis. Wäre eigentlich ganz witzig, das mal auswürfeln zu lassen. Was dabei wo rumgekommen wäre. Ganz kurz gucken, wenn ich lade. Ich habe diesen Autosave, Quicksave hatte ich doch. Schnelle Speichern. Der wäre eigentlich mal witzig zu sehen, wenn ich das auswürfeln lassen würde, wie der Kampf dann ausgeht. Wir haben jetzt ja gewonnen. Wir haben die Questaufgabe geschafft und ich habe... Einige Einheiten verloren, aber ist alles noch machbar, finde ich. Der Dekasor muss sich 13 Runden erholen, dann ist er wieder vollständig. Er muss sich 8 Runden erholen. Das heißt, ich mache mich jetzt mal auf dem Rückweg in die bewohnten Gebiete mit der Armee. Sollte ich ja imstande sein, einiges auszumachen. Ich habe 17.000 und verliere nur 500 pro Runde noch. Also das halte ich auch wieder einige Runden was aus. Das heißt, ich werde jetzt jede Runde halt langsam nach vorne marschieren und gucken, dass ich jetzt mal ein Lager aufschlagen kann und die Truppen sich erholen.
Dann habe ich die zweite Armee ja mit dem Villitresca Spross töte, die ich mal ein bisschen verstärken muss, damit sie mal nicht nur durch die Gegend gescheucht wird von den blöden Ostmark-Leuten. Und dann gucke ich mal, wie wir uns weiterschlagen. Aber ich bin immerhin ganz zufrieden, dass wir die Mission geschafft haben. Ich habe sie eigentlich nur angegangen, weil ich dachte, wir probieren sie mal aus. Ich will die gern sehen. Ich habe gar nicht gedacht, dass wir sie wirklich schaffen. Aber hat geklappt. Von daher bin ich eigentlich ein kleines bisschen stolz schon. War auch eine lange Mission. Kurze Pause und dann schauen wir mal, wie es weitergeht mit unseren Chaoskriegern. Aber das war doch ziemlich nett.